Hallo, liebe Rosmarie. Hallo, Vera. Tag 4 ist vorbei. Ja. Wie geht es dir? Sehr gut. Hast du Spaß gehabt? Ich habe immer noch Spaß. Bist du müde? Geht so. Ich bin schon müde, klar. Aber im Moment hat man noch so wie Adrenalin in sich. Das putscht einen noch auf. Und man möchte ja auch so ein bisschen fertig werden. Ne? Ja. Aber nähen. Und ganzes Tag nähen, 9 Stunden nähen, das macht ein bisschen müde, aber nicht ganz müde. Ja, aber habe ich auch schon sehr oft gemacht. Ja. Was hast du heute fertig gemacht? Ganz fertig ist gar nichts. Oder was hast du angefangen und bis wo bist du geblieben? Also heute habe ich ja mein Jackett angefangen. Es lief auch eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Die Pattetasche ist auch gut fertig geworden. Die konnte ich leider nicht mehr zeigen, weil dann irgendwie plötzlich die Zeit weg war. Die zeige ich dann morgen, wie sie fertig ist. Und ja, jetzt ist viel Handarbeit angesagt, weil ich möchte viel Handarbeit, das Vernähen vom Saum und so alles mit Hand machen. Weil mit Maschine sieht es nicht schön aus. Das ist schön. Ich habe dieses, ich bin immer noch da geblieben mit deinen kleinen Hosen, diese kleinen Viskosehose. Das ist einfach mega. Sehen wir dieses Überteil morgen fertig? Ja, definitiv. Also fast fertig. Das Problem ist, dass ich meine Stickmaschine nicht mitgebracht habe, weil das war mir zu groß, diese Riesenmaschine, und ich damit die Knopflöcher immer mache. Also sprich, ich mache die Knöpfe schon ran, aber die Knopflöcher muss ich erst zu Hause nachtragen. Wie war mit dem Kameramann, dieses Kameramann-Team, dieses professionelle Kameramann-Team? Ja. Wie war mit denen zusammenarbeiten? Super. Irgendwas gedruckt? Nein. Man hat sie gar nicht gemerkt. Ich meine, manchmal war Druck, ist klar, die wollen ja was zeigen. Bloß heute zum Beispiel am Anfang konnte ich viel zeigen und dann musste ich ganz viele kleine Sachen erstmal ausschneiden, bügeln, Visier drauf bügeln und alles Mögliche. Also es waren so viele Kleinteile, bin gar nicht hinterhergekommen. Da kam einmal, bist du soweit? Sag ich, nein. Aber sonst waren die beiden total lieb und haben sich auf uns eingestellt. Und nee, es hat super geklappt. Was war schönste Moment für dich? Heute der schönste Moment. Ich glaube, die Taschen. Weil die Anna kam zu mir und hatte gesagt, sie hätte es nicht besser machen können. Und das ist so ein Lob von der Anna. Und da habe ich mich so riesig gefreut. Ja. Und was war das schlimmste Moment für dich? Hatte ich gar keinen. Alles glatt gelaufen? Heute ist es wirklich, also, das lief so. Ich war auch gut vorbereitet, weil ich das Jackett zu Hause Probe genäht habe. Ja. So ein paar Sachen ausprobiert, so nach dem Motto, ich hatte 2 verschiedene Art Taschen, die ich ausprobiert habe. Die eine hat mir nicht gefallen, darum habe ich ja die andere gemacht und so. Also es lief richtig gut heute. Das freut mich sehr. Was hast du für morgen geplant? Morgen gibt es Modenshow. Ja, ich weiß. Die Svenja, die hat ja eine hohe Messlatte erstellt. Sie hat gesagt, wir dürfen nur mit dem auftreten, was wir hier genäht haben in der Modenschau. Das Problem ist, ich habe eine Hose und ein Jackett genäht. Ja. Ich wollte darunter eigentlich nicht nackig sein. Also gibt es morgen nochmal ein schnelles Easy Peasy. Das ist wunderbar. Sehr gut. Das freut uns. Und vielen Dank, Rosmarie. Aber gerne. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf morgen. Beziehungsweise, ich freue mich fast auf morgen. Ja, morgen ist letzter Tag. Und ja, das ist traurig. Oh, ja, aber gibt es wieder VIP-Treffen bald? Freue ich mich schon. Hotelzimmer ist gebucht. Ja, wunderbar. Meine ganze Familie kommt mit. Ich feiere hier meinen Geburtstag. Hui, 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 hui. Super, das sehen wir. Und dann gibt es natürlich auch Süvent. Das stimmt, den gibt es ja auch noch. Das gibt es auch noch. Ja, sehr schön. So, wir sehen uns auf jeden Fall regelmäßig. Freue ich mich drauf. Ja, ich danke dir, Rosmarie. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja, ebenso. Ciao.